Was hat der Ankauf von physikalischem Gold mit Recyclix zu tun? Ganz einfach, beides ist eine Glaubensfrage. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Videoblogs. Diesmal wiederum mit einem Faktencheck zur Firma Recyclix. Ich liebe das Wort Fakten total, also ich bin ein totaler Fan des Wortes Fakten. Ja, ich kriege jedes Mal einen Orgasmus, wenn ich Fakten höre, aus wirklich gutem Grund. Aber dazu komme ich ein bisschen später. Seit dem letzten Video, das also mittlerweile über 7000 Klicks hat, was mich offen gestanden selbst überrascht hat, sind eine Menge Sachen passiert, bei Recyclix, aber auch bei uns. Und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Und es gibt in der Tat einige neue Sachen zu berichten. Unter anderem haben wir einige Zuschriften bekommen von Leuten, sowohl positive wie auch negative Zuschriften, aber auch sehr viele Fragen gestellt bekommen, die ja wieder neue Fragen aufgeworfen haben zu Recyclix. Das ist die eine Sache, die wir behandeln wollen in diesem Video. Weiters gibt es ein sicherlich sehr spontan entstandenes Interview auf der Schüttgut Messe Basel, geführt von Christian Ogritzek mit dem Deutschlandchef Klaus Häuslein. Und ja, ich bin so nett und habe dieses Video unten verlinkt, aus mehreren Gründen. Zum einen mal sollen sich die Leute objektiv ein Bild machen von Recyclix und mal auch vielleicht die andere Position betrachten. Und der andere Grund ist der, dass ich mich natürlich an dieser Stelle sehr herzlich für die Werbeeinschaltung am Ende eures Interviews bedanke. Gell? Und deswegen revanchiere ich mich hier mit dem Link, dass die Leute auch dieses Video sehen können und ja, sich dazu selber eine Meinung bilden können. Aber es hat noch einen anderen Grund, nämlich jenen, da ich vorhabe, hier in diesem Video Klaus Häuslein in manchen Stellen zu zitieren. Und die Leute sollen dann einfach selber nachschauen, ob er das auch wirklich so gesagt hat. Und auch aus diesem Grund gibt es unten in der Beschreibung den Link zu diesem Video. Ich werde aber heute nicht nur Kritisches anzumerken haben, sondern ich habe mir überlegt, ich werde es ein bisschen objektiver angehen und heute auch mal aufzeigen, was würde eigentlich alles für Recyclix sprechen. Also ich werde auch diese Position ein bisschen näher beleuchten. Ja, dann schauen wir uns in weiterer Folge an, was ist eigentlich aus der BaFin geworden. Ja, die BaFin hat uns vor ein paar Wochen einen Brief geschrieben und den werde ich euch auszugsweise vorlesen und dann wird wahrscheinlich auch dem letzten klar sein, was aktuell abgeht im Moment, ja, weil es da sehr viele Fragezeichen gibt. Und das Thema BaFin war ja auch ein Thema im Videointerview mit Klaus Häuslein. Ja, und dann werden wir uns näher anschauen, die Sache mit dem PCI-Zertifikat. Ja, das wird sehr interessant werden, liebe Leute. Und da fürchte ich, wird auch Recyclix einen gewissen Erklärungsbedarf haben am Ende des Videos. Ja, das ist das, was wir jetzt gleich zu sehen werden. Ich garantiere maximalen Unterhaltungswert wieder mal. Wahrscheinlich noch mehr als beim ersten Video. Und ihr werdet aber auch sehr viel lernen dabei. Und es wird auf jeden Fall eine sehr aufschlussreiche Sache werden. See you. Bevor ich losschieße und euch erzähle, was sich eigentlich in diesen letzten 2 Monaten so alles getan hat, welche Zuschriften wir bekommen haben, welche Fragen wir bekommen haben, möchte ich kurz eine Sache klarstellen. Liebe Firma Recyclix. Ich verstehe schon, dass ihr euch ein bisschen zur Wehr setzen müsst, wenn ein Video mal 7000 Aufrufe hat, mit entsprechenden Fragen gespickt ist, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind. Nichtsdestotrotz, liebe Leute, die AGBs, die ich beispielsweise vorgelesen habe im letzten Videos, die habe ich mir nicht aus dem Ärmel gebeutelt. Nein, nein, die sind schon so auf eurer Webseite und das ist Fakt. Ja, das ist die eine Sache. Dass euer Unternehmen nach wie vor laut Handelsregister aus genau einer Person besteht, ist Fakt. Dass ihr euer Unternehmen bei einem anonymen kanadischen Hoster registriert habt und nach wie vor auf einer polnischen Briefkastenanschrift residiert, ist Fakt. Dass ihr euch mit Slogans wie beispielsweise "Wir sind EU-geprüft" schmückt, ist Fakt. Zumindest habt ihr das mit McDonald's eingeräumt, dass das auch Fakt ist. Ich meine, dazu werde ich dann später ein bisschen mehr noch sagen.
Und das mit dem BCI-Zertifikat, ja, da haben wir sowieso recht gehabt. Nichtsdestotrotz, es sei mir schon gestattet, darauf hinzuweisen, und auf den Vorwurf möchte ich bitte schon auch noch reagieren, wenn ihr sagt, ja, ich liefere keine Fakten, also ich glaube, das haben wir jetzt hinlänglich bewiesen, dass es sehr wohl so ist, ja, und ich würde aber nur, ich könnte, würde, sollte, wollte meinen und im Konjunktiv sprechen. Also, liebe Leute, es sei mir schon gestattet, dass ich in einem 50-Minuten-Video, das so viele Fragen aufwirft, die beiläufig bemerkt schon viele Monate alt sind, weil die habe ich mir ja auch nicht aus dem Ärmel gebeutelt, sondern die stehen schon in diversen Foren seit vielen Monaten genauso zu lesen. Ja? Also das ist so neu ist das nicht und es sei mir schon gestattet, dass ich dann entsprechend auch aufgrund dieser vielen Fragen meine eigenen Schlussfolgerungen erwähne und zumindest in eine Möglichkeit in Betracht ziehe und dann auch vielleicht Personen zitiere aus anderen Foren, die bestimmte Meinungen wiedergeben und die dann eben schon in den Konjunktiv setzen, was eben auch bedeuten kann, dass ich nicht unbedingt hundertprozentig einer Meinung bin mit diesen Personen. Ja. Aber das sei mir bitte in einem 50-Minuten-Video, ja, das so viele Fragen aufwirft, schon gestattet. Und das ändert aber auch überhaupt nichts daran, dass die anderen Sachen, die wir da erwähnt haben, sehr wohl Fakten sind. Ja. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass auch der Klaus Häuslein natürlich einen nicht ganz einfachen Stand bei der Sache hat. Und es gibt in der Tat eine Sache, und die steht auch in den Foren, so, also quasi falsch beschrieben, die man in der Tat berichtigen muss, ja, die der Klaus Häuslein auch in dem Interview richtiggestellt hat, und auf die komme ich dann übrigens auch noch. Also so fair bin ich natürlich schon. Ja. Aber das betrifft nur lediglich einen Punkt. Alle anderen Sachen, alle anderen Fragen stehen natürlich nach wie vor im Raum. Und ergeben vielleicht einzeln betrachtet, sind das nur kleine Fragezeichen, aber in Summe betrachtet ist es ein riesiges Fragezeichen. Und so ist das nun mal. So, ich würde sagen, jetzt kommen wir zu den Zuschriften, die wir so bekommen haben über meinen YouTube-Channel, aber auch über meine doch recht stark frequentierte Webseite, wo auch immer wieder Mail-Anfragen eingehen. Ja, und da kommen wir gleich zur ersten Frage. Ich bin nämlich gefragt worden per Mail, ob es eine englische Untertitelung für dieses erste Video geben wird. Und das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Leute, ganz ehrlich, ich habe keine Zeit dafür. Ja, es wird keine englische Untertitelung geben. Es gibt allerdings im englischsprachigen Raum, wenn es euch interessiert, ein paar sehr aufschlussreiche, da muss ich schon sagen, ziemlich heftig kritische Webseiten zu Recyclix. Also ich nenne es nur ein Beispiel, zum Beispiel Affiliate Anguru. Ich habe den Link irgendwo unten mal in der Videobeschreibung, habe ich das irgendwo mit drinnen stehen. Wie gesagt, ich habe nicht die Zeit, dass ich dieses Video untertiteln werde. Ja. Also einer hat zum Beispiel geschrieben, also mal ehrlich, wenn jemand dort Geld investiert, dann hat er ja wohl nicht alle Latten am Zaun. Naja, also das muss ich ein bisschen zurückweisen. Also ich kenne selbst sehr viele Investoren, Leute, die bei Recyclix Geld investiert haben. Auch im Zuge dieses letzten Videos habe ich sehr viele noch kennengelernt. Und ich würde eigentlich nicht sagen, dass das Leute sind, die nicht alle Latten am Zaun haben. Generell, was stimmt, es gibt ganz unterschiedliche Investortypen. Also ich kenne sehr viele Leute, die bei Recyclix Geld drinnen haben, wo ich sagen würde, die wissen ganz genau, was da los ist, oder beziehungsweise die glauben zu wissen, was da los ist. Also mit anderen Worten, die wissen oder glauben zu wissen, dass eben nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Rechnen aber damit aufgrund der frühen Phase, in der sie eingestiegen sind, dass sie da eben mit einem Gewinn aussteigen. Gut. Diese Leute gibt es und gar nicht so wenig übrigens. Und dann gibt es die andere Sorte, die wirklich alles glauben. Ja? Die glauben zum Beispiel, wenn sie jetzt für 100 Euro sich da einkaufen, für 100 Euro da was rein investieren, dass das alles ganz exakt so, wie es also spielerisch abläuft auf der Homepage, also mit den ganzen Symbolen und so weiter, Müll ankaufen, schleifen und so weiter, dass das alles 1:1 genauso passiert. Ja? Also das sind die auch an den Weihnachtsmann und ans Christkind glauben und so weiter. Also das ist so irgendwie so, das sind zwei unterschiedliche Typen von Investoren. Würde man mich jetzt fragen, ich meine, ich habe ja kein Geld investiert, würde ich auch nicht, ja. Aber wenn ich ein Investor wäre, wo ich wäre, ja, ob ich bei der einen oder der anderen Gruppe wäre, würde ich sagen, weder noch, ich wäre wahrscheinlich in der Mitte, ja. Aber wie gesagt, für mich stellt sich die Frage nicht, weil die Firma für mich so undurchschaubar ist und auf mich überhaupt nicht seriös wirkt, aufgrund verschiedenster Umstände, und ich komme heute noch auf einige Dinge zu sprechen, dass für mich persönlich eine Investition nicht in Frage kommt, aber das sage ich auch ganz klar dazu, liebe Leute, das ist nur meine Meinung. Ja? Also ich sage es nochmal ganz klar, und ich habe das im ersten Video auch schon gesagt,
wenn ihr investieren wollt, dann macht es bitte. Es ist immer noch besser, ihr investiert Geld in Recyclix als in, also ja, ihr kennt den Witz wahrscheinlich, ne, aus dem ersten Video. Ja, also dann nochmal eine Frage von Dennis Campo, was mich interessiert, warum Sie so scharf recherchieren und die Investoren warnen. Also nochmal, also ich warne niemanden. Ich zeige ein paar große Fragezeichen auf, die ihr mal hinterfragen solltet einfach. Und das ist ja auch eigentlich so der Grundtenor gewesen meines ersten Videos zu Recyclix, dass die Leute einfach, und darum habe ich dieses Video auch so begonnen, die Leute glauben das, was sie glauben wollen. Das hat aber jetzt nicht zwangsläufig nur mit Recyclix zu tun, sondern tagtäglich wird uns in Facebook-Gruppen je permanent irgendein Scheiß unter die Nase gerieben und verkauft. Steig da ein, kriegst du da die Kohle, nimm da das Geld mit und so weiter. Da, hier meine Referral-Nummer, da meine Affiliate-Link. Eine Scheiße nach der anderen und man wird zugemüllt mit diesem ganzen Käse, mit diesem ganzen Quark. Und wenn man dann die Sachen wirklich hinterfragt, kommt man drauf, naja, also irgendwie, nee, seriös ist das nicht. Und ja, für mich persönlich hat sich's halt immer so dargestellt, dass Recyclix genau in diese Kerbe auch einschlägt. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass sich jetzt mit der Änderung dieses Referral-Systems zumindest das Ganze ein bisschen beruhigt hat. Also es wird nicht mehr so aggressiv in den Facebook-Gruppen gepostet. Das ist zumindest mein Eindruck. Ja, oder die Leute springen wieder mittlerweile auf andere Züge auf. Also Dennis Campo beispielsweise meint dann auch noch, ich gebe Ihnen nicht Unrecht, dennoch sollten Sie erwähnen, dass man auch mit einem Ponzi-System gut fahren kann, wenn man rechtzeitig einsteigt. Ja, d'accord, stimmt, kann man natürlich, ne, selbstverständlich. Wenn man rechtzeitig einsteigt bei sowas, kann man für sich da natürlich noch was mitnehmen, aber das war nicht wirklich Thema des ersten Videos. Ja, ja dann, was ist noch gekommen? Ja, dann sind natürlich so ganz bescheuerte Mails noch gekommen. Udo Bergmann schreibt, Leute wie du sind der Grund, warum es so wenig Millionäre gibt in unserer Gesellschaft. Satz gespickt mit 20 Rechtschreibfehlern. Ja, ja, Udo Bergmann, das verstehe ich schon. Und warum du kein Millionär bist, das könnte ich dir vielleicht unter Umständen erklären, aber vielleicht klappt es ja noch im nächsten Leben. Ja, dann kam noch, ja, genau. Dann kam noch eine sehr interessante Frage, und die habe ich überhaupt nicht behandelt im ersten Video, aber die ist auch bemerkenswert, das will ich euch nicht vorenthalten. Katja schreibt Folgendes. Es geht nirgendwo aus der Webseite genau hervor, wie viel Granulat aus beispielsweise 100 Kilogramm Müll eigentlich herausgenommen werden kann. Die Angaben auf der Recyclix Homepage sind hier auch nicht wirklich logisch. Und dann ist es so, dann habe ich, das war mir nicht ganz klar, was sie meinte, und dann habe ich zurückgemailt, ich habe dann aber leider keine Antwort mehr bekommen und dann habe ich selbst recherchiert. So, und dann bin ich auf folgende Seite gestoßen, auf Recyclix, und zwar auf die Seite recyclix.com/de/tutorial. Und da habe ich gleich wieder mal ein paar Sachen entdeckt und die will ich euch nicht vorenthalten. Also, fangen wir mal damit an. Dort steht, ihr könnt es selbst nachlesen, bitte beachten Sie, dass wenn Sie kein eigenes Guthaben investieren und nur Ihre 20 Euro Bonus verwenden, es ein paar volle Zyklen dauern wird, genug Gewinn zu generieren, um auszahlen zu können, da das Minimum hierfür 20 Euro beträgt. Was sagt uns der Satz? Der Satz sagt uns doch klar und deutlich, dass ihr gar nichts investieren müsst und trotzdem euch auszahlen lassen könnt nach einer gewissen Zeit von Zyklen. Also ich kann mich dunkel erinnern, irgendwann einmal, glaube ich, gab es dieses Angebot, dass man selber nichts investieren musste und dass man trotzdem sich auszahlen lassen konnte. Das geht auch aus diesem Satz hervor, ja? Nur das gibt es ja schon längst nicht mehr. Es steht aber so hier noch im Tutorial drin. Aber richtig, gut, da kann man jetzt sagen, es hat Recyclix vergessen rauszunehmen. Aber jetzt wird es richtig interessant. Und das muss man sich mal wirklich überlegen. Wenn Sie jedoch beispielsweise Müll im Wert von 100 Euro haben, Klammer 500 Kilogramm, haben Sie nach 3 Wochen gemahlenes Material im Wert von 200 Euro, Klammer, da der Verkaufspreis für gemahlenes Material bei 0,4 Euro pro Kilogramm liegt. Vielleicht ahnen jetzt schon manche, worauf ich hier hinaus will. Also, das Gewicht hat sich hier überhaupt nicht reduziert noch. Und das ist hier vielleicht noch, bei gemahlenem Müll könnte das ja vielleicht noch sein, aber es geht noch weiter. Wenn Sie auf Recycle klicken, erhalten Sie 6% des Müllkaufbetrages, Ihrer anfänglichen 100 Euro, nach den Richtlinien, was ein Gewinn von 6 Euro ist. Nach weiteren 2 Wochen haben Sie Granulat im Wert von 300 Euro. Klammer, jetzt kommt's, 500 Kilo mal 0,6 Euro pro Kilogramm.
So, und jetzt, liebe Firma Recyclix, frage ich mich. Wenn wir am Anfang 500 Kilogramm Müll einkaufen, dann kriegen wir doch am Ende nicht 500 Kilogramm Granulat raus. Das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand. Und selbst wenn man mit irgendwelchen Recyclern spricht, dann sagen die alle, dass man maximal, also selbst bei absolut hochwertigem Müll, 20% überhaupt, wenn überhaupt, das ist schon absolut Topklasse, ja, an Granulat herausgewinnen kann. Ihr schreibt hier aber ganz was anderes. Ihr verklickert hier den Leuten, dass sie am Ende eben diese 500 Kilogramm, dass die mehr wert geworden sind. Aber ihr geht nicht, also es ist hier nicht die Rede von einer Gewichtsreduktion. Versteht ihr? Das ist das Problem. Also ich meine, ich hoffe mal sehr, dass das einfach nur ein Flüchtigkeitsfehler war oder wie auch immer. Ansonsten, weiß ich nicht, würde ich sagen, da ist ein grober Fehler im System. Ne? Also es ist jedenfalls nicht so, dass wenn ich 500 Kilogramm Müll einkaufe, dass ich dann tatsächlich am Ende 500 Kilogramm Granulat rauskriege. Das impliziert dieser Satz aber. Und damit nehme ich das, ich nehme mal an, dass die liebe Katja genau das mit ihrer Frage gemeint hat. Ja, einfach mal drüber nachdenken und das mal selber nachschauen und vielleicht kann es mir jemand erklären. Also, ja. Okay, was haben wir noch? Ja, da kam noch so ein kryptisches Mail, was ich auch nicht zuordnen kann. Hat auch nicht drauf reagiert. Hallo Wolf, ihr solltet euch vielleicht weniger um den Granulatverkaufspreis kümmern, sondern euch lieber mit dem Einkaufspreis des Mülls beschäftigen. Punkt, Punkt, Punkt. Kryptisch, ja. Also vielleicht kann irgendjemand was dazu sagen. Einkaufspreis des Mülls. Sind das irgendwie merkwürdige Angaben auf der Recyclix Homepage oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Also wie auch immer bin ich jetzt nicht näher nachgegangen. Ja, dann hat es, wie gesagt, in Basel diese Schüttgutmesse gegeben, bei der also Recyclix auch den Preis für den innovativsten Ausstellungsstand bekommen hat. Und dort ist dieses total spontane Interview zwischen Christian Ogrizek und Klaus Häuslein entstanden. Aber jetzt mal ernsthaft, also das Interview ist schon wichtig gewesen, würde ich sagen, ja, und war auch höchste Zeit meiner Ansicht nach, weil viele Fragen, die da also gestellt worden sind von Christian Ogrizek, die sind ja schon uralt, die haben ja nicht wir erst gestellt, sondern die habe ich einfach aus dem Forum genommen, also die stehen ja schon monatelang in diversen Foren, also das ist überhaupt nichts, das sind keine neuen Fragen, sondern die sind schon teilweise sehr, sehr alt und darum finde ich es gut, dass jetzt später aber doch, also besser später als nie, der Klaus Häuslein sich jetzt mal hingestellt hat und diese Fragen auch beantwortet hat. Und da möchte ich an dieser Stelle gleich mal überschwenken zum Thema, was spricht eigentlich für Recyclix? Also ihr erinnert euch, in dieses erste Video von mir, das war ja recht kritisch, ne? Dieses hier ist auch kritisch, vielleicht sogar noch kritischer, aber nichtsdestotrotz einfach die andere Sichtweise auch mal betrachten und mir ist es eigentlich schon auch wichtig, auf bestimmte Dinge hinzuweisen, die der Klaus Häuslein in diesem Video erwähnt hat. Ja? Und eine dieser Sachen, die ich gleich zu Beginn jetzt mal erwähnen möchte, ist eine Korrektur von einer Behauptung, die ebenfalls aus diversen Foren stammt, die ich übrigens auch wiedergegeben habe, aber nicht, weil ich sie falsch wiedergegeben hätte, sondern weil sie halt so aus den AGBs herauslesbar waren. Und zwar betrifft es die Frage, ob Accounts, die 60 Tage nicht genutzt werden, ja, beziehungsweise also bei denen man sich 60 Tage nicht einloggt und in denen aber Geld oben ist, dass, ob man diese Accounts verliert und dieses Geld dann verliert. Ja. Das hat sich eben für mich und auch für viele andere Leute aus den AGBs so herausgelesen. Und das hat aber der Klaus Häuslein in diesem Interview meiner Ansicht nach glaubwürdig, also zurückgewiesen, beziehungsweise er meint in dem Interview, dass dem nicht so ist, weil ein aktiver Account also nicht nur dann aktiv ist, wenn man sich einloggt, sondern auch wenn ein Paket darin eben aktiv ist und gerade arbeitet. Gut, also Accounts, die 60 Tage nicht genutzt werden, also in denen Geld drinnen ist, wenn man sich nicht einloggt, die werden nicht gelöscht. Ja? Ganz klare Aussage von Klaus Häuslein, hat er wortwörtlich so gesagt. Ja? Die zweite Sache, die ich sehr bemerkenswert finde und die eigentlich, sage ich jetzt mal, ein
so ein Hauptschwerpunkt meiner Kritik auch war im ersten Video. Die zweite Sache, die Klaus Häusler erwähnt, ist, dass dass beabsichtigt wird, eine Holding zu gründen aus diesen Firmen, die in diesem sogenannten Konsortium vertreten sind. Und das Ganze sozusagen offiziell zu machen. Und das ist ja eben ein Hauptkernpunkt meiner Kritik gewesen im ersten Video, dass eigentlich für euch vollkommen unklar ist, in welcher Art und Weise diese Firmen überhaupt miteinander zusammenhängen, ob sie überhaupt miteinander zusammenhängen, wie sie kooperieren. Das ist vollkommen unklar. Die ganze Firma im Prinzip, dieses ganze Konzept ist eigentlich in Wirklichkeit nur auf Behauptungen aufgebaut. Ja, und diese Firmenkonstruktion, dass man sagt, es sind diese und jene Firmen, die in einem Konsortium sozusagen zusammenarbeiten, und das gibt er ja auch selber zu in dem Interview, das ist im Prinzip noch nichts Offizielles. Also es ist nicht rechtlich abgesichert und auch nie, wird auch nicht offiziell nach außen hingetragen. Und wenn ihr das googelt, wenn ihr beispielsweise diese Firmen eingibt, also was weiß ich, das ist so die Eco Revolution und Green World und eben Recycles und noch zwei andere, dann kommt ihr, wenn überhaupt, dann nur auf irgendwelche Affiliate-Blogs, die das halt als Information wiedergeben, und das haben die halt dann irgendwo gehört, beispielsweise bei den Open Days in Riga. Aber da sind wir eben wieder bei diesem springenden Punkt, wenn wir Fakten sagen, ja, dann ist es einfach so, dass diese Fabriken eben nicht Recyclix gehören, also nicht der Firma Recyclix, SBZOO, so wie Recyclix rausgekommen ist, versucht hat, Recyclix uns das zu verklickern. Das ist eben nicht der Fall, sondern wie der Klaus Häuslein das ja auch eben zugibt in diesem Interview, sind das Fabriken von anderen Firmen, die halt aber eben in diesem Konsortium stehen, über das wir aber eben, das ist das Problem, überhaupt nichts Offizielles haben. Wenn es aber jetzt diese Holding geben wird, meiner Ansicht nach ist die Sache dann wieder bis zu einem gewissen Grad neu zu bewerten. Das heißt nicht, dass dann die ganzen Fragezeichen, die da so in der Luft stehen, alle plötzlich weg sind. Das kann man auch nicht sagen. Aber zumindest ist es dann irgendwo, das hat irgendwie mehr einen offiziellen Charakter, sofern man das auch offiziell macht. Also das würde ich jetzt schon aus Sicht eines Investors dann schon begrüßen, wenn das passiert. Und das finde ich, das spricht wiederum eben für Recyclix. Ein weiterer Punkt, der auch für Recyclix spricht, und da komme ich jetzt noch einmal auf das zurück, was der eine User auch geschrieben hat, wegen Geld verdienen Bonzi hin und her. Also ich will diese ganze Bonzi-Diskussion jetzt nicht nochmal anfangen, aber was schon auch Fakt ist, ja, wie gesagt, ich kenne einige Leute, die bei Recyclix Geld investieren oder investiert haben, und tatsächlich ist es so, dass diese Leute mir auch glaubwürdig versichert haben, ja, dass sie nicht nur ihr investiertes Geld wieder herausbekommen haben, sondern dass sie jetzt auch schon Renditen dafür bekommen. Dazu muss man der Vollständigkeit halber allerdings hinzufügen, dass das Leute sind, die schon Anfang, Mitte letzten Jahres eingestiegen sind. Also das ist schon wieder ein bisschen länger her. Wie es jetzt ist, keine Ahnung. Ja. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist die Aussage, also wenn Leute sagen, ja, ich werde dort ausbezahlt oder ich habe mein Geld bekommen, das ist nicht falsch. Also wenn jemand sagt, oder fragt, kann ich damit Geld verdienen, kann ich nur ganz ehrlich antworten. Ich kenne Leute, die Geld von Recyclix bekommen haben, beziehungsweise die investiertes Geld rausbekommen haben, ja, und auch die Renditen auch mitnehmen. Ja, das ist jetzt, ich habe sie das nicht mit was Gott, was für großen Summen eingestiegen, aber diese Leute gibt es, ja, absolut. Ne? Also was das angeht, gibt es zumindest, was mir jetzt so angekommen ist, keine Zahlungsprobleme. Irgendjemand hat mir mal geschrieben in einem Mail, dass es irgendwie Probleme gegeben hat mit Auszahlung. Das war aber irgendein Missverständnis, hat sich dann irgendwie geklärt oder so. Ja. Aber so im Großen und Ganzen, was jetzt die Auszahlung angeht, gibt es zumindest kein Problem. Naja, gut. Jetzt gibt es kritische Stimmen, die sagen, naja, aber bei MyAdvertising Base hat es die ersten zwei Jahre auch kein Problem gegeben mit der Auszahlung. Ja, und wo die heute stehen, das wissen wir. Ne? Die gibt es nicht mehr. Und da sind tausende Leute mir Geld umgefallen. So viel, ja, das ist auch Fakt, definitiv. Jetzt will ich aber MyAdvertising Base schon aus einem Grund nicht unbedingt mit Recyclix vergleichen, und zwar aus folgendem Grund. Bei MyAdvertising Base, da war zumindest mir und auch vielen anderen Leuten, die ich kenne, irgendwie im Vorfeld klar, wie es ausgehen wird. Also es war irgendwie, da haben wir irgendwie gemerkt, also drei Jahre und dann ist der Laden dicht. Und so ist es auch gekommen. Bei Recyclix, muss ich gestehen, wage ich keine echte Prognose. Ja? Weil
das muss ich Recyclix mal wirklich lassen. Und demjenigen, der da dahinter steckt, wer das auch immer ist, ja, da steckt enorm viel Brainpower dahinter. Also da muss ich wirklich sagen, Respekt. Wahnsinn. Was auch immer an dieser ganzen Show wahr ist oder nicht, was auch immer stimmt oder nicht, wir wissen es natürlich nicht genau, aber da haben sich Leute wirklich den Kopf darüber gemacht, und auch wenn dann so gewisse Schönheitsfehler immer wieder vorkommen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ich meine, das muss man sich auch mal einfallen lassen. So ist es ja nicht. Ja? Also wie gesagt, das ist ganz großes Kino, was da geliefert wird. Ja? Und von der Warte aus betrachtet, interessantes Projekt. Das ist auch das, was mich so interessiert, also das, was für mich auch so spannend ist an dieser Sache, auch diese völlig unterschiedlichen Meinungen, und dass man sich nicht wirklich sicher ist. Ist es so oder ist es so? Klar, aus der Sicht eines Investors ist das natürlich nicht so gut, ja, weil als Investor will ich natürlich wissen, mit was für einem Unternehmen ich zu tun habe. Und da möchte ich vielleicht kurz auch auf ein Mail, was mir noch einfällt, kommen. Ich glaube, mein YouTube-Blog war das, hat irgendjemand geschrieben, naja, Risiko beim Investieren hast du immer. Und dazu muss ich Folgendes sagen. Ja, natürlich, theoretisch kann auch eine Bank krachen gehen, wenn ich mehr drauf habe als die Sicherungseinlage, ist das Geld weg. Ne? Ja, ist nur bis zu 100.000 Euro abgesichert. Ja, oder anderes Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem in einen Immobilienfonds investiert, sehr geringe Risikostufe, R2, also es gibt ja verschiedene Risikostufen, das ist ja übrigens auch der große Unterschied zu Recyclix. Also das ist ja kein offizielles Finanzprodukt in dem Sinne, behaupten sie zwar und sagen sie ja, das ist im Übrigen ja auch der Grund, warum sich die BaFin das gerade anschaut, dazu komme ich aber gleich. Ja. Aber letztendlich habe ich als Investor nicht wirklich so, also ich habe eigentlich nichts in der Hand, es ist nichts offiziell, also ich kenne keine Bilanzen, ja. Ich weiß nicht, wie das Unternehmen tatsächlich und wo es wirklich investiert. Wann immer irgendwelche Werbeaussagen kommen, wie beispielsweise, ja, das sind unsere Fabriken oder das ist McDonald's und so weiter, kommt am Schluss alles ganz anders raus plötzlich, und wir haben es mit irgendwelchen Partnerunternehmen zu tun, von denen ich nicht weiß, in welcher Art und Weise sie mit Recyclix tatsächlich kooperieren, sofern sie kooperieren. Also es ist völlig offen alles, und das ist genau das Problem, und das ist der Unterschied, wenn ich ein richtiges Investment mache. Also wenn ich heute auf meine Bank gehe und sage, ich will jetzt in einen Immobilienfonds investieren oder in einen Goldstock oder was weiß ich, dann sehe ich genau anhand der Risikostufe, erstens einmal sehe ich, wie hoch ist das Risiko, ist es R2, ist es R3, R4 oder R5, bei R5 ist das schlechteste übrigens, kann ich mehr verlieren, als ich eingesetzt habe, also Optionshandel beispielsweise. Ja. Und ja, also da kann ich aber schon von mir aus im Vorfeld genau sagen, okay, das ist mein Risiko, das kann ich, bin ich bereit einzugehen. Ja. Und das ist halt bei dieser Sache, ja, da ist halt irgendwie alles davon abhängig, ob ich möglichst früh einsteige, wie ich das Geld wieder rauskriege, oder ob ich möglichst spät einsteige. Nichtsdestotrotz, und da komme ich wieder jetzt zu dem Punkt zurück, was für Recyclix spricht. Das ist jetzt nur meine subjektive Bewertung. Ja? Und das ist eben auch ein Eintrag in diesem X-Invest Forum. Wenn das alles eine Luftnummer wäre, also dieser relativ große Aufwand, der da betrieben wird, mit Werbespots, mit Messestände, habe ich im ersten Video schon erwähnt, das ist nicht wirklich ein Beweis, ja, aber trotzdem, es geht so um die Summe einfach und die Summe an Marketingmaßnahmen, ja, dann kann man sich zumindest zu Recht natürlich die Frage stellen, auch wenn vielleicht da nicht alles so ganz mit rechten Dingen zugeht, aber ob nicht doch die Firma tatsächliche Bestrebungen hat, in dieses Recycling-Geschäft einzusteigen bzw. wirklich Fuß zu fassen. Das ist eine absolut gerechtfertigte Frage, die sich auch viele Leute in den Foren stellen. Und ich persönlich, ich sage mal so, ich würde das zumindest nicht ausschließen wollen. Ändert aber, wie gesagt, an diesen vielen Fragezeichen trotzdem nichts. Ja? Also das waren so die Sachen, die mir so jetzt spontan einfallen würden, wenn es um Recyclix geht, die für Recyclix sprechen würden. Also wie gesagt, dass Leute definitiv ausgezahlt worden sind, anstandslos bis jetzt. Dass es zumindest aufgrund dieses großen Marketingaufwandes, der vielen Dinge, dass man schon vielleicht davon ausgehen kann, dass es zumindest ernsthafte Bestrebungen gibt, auf dem Recyclingmarkt Fuß zu fassen, das will ich nicht ausschließen. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich sage nur, es ist jedenfalls nicht auszuschließen. Ja? Und dann natürlich, wie gesagt, diese Ankündigung von Klaus Häuslein, dass man das Ganze Anfang nächsten Jahres in eine Holding packen will.
Und ja, das sind so diese drei wichtigen Punkte eigentlich, die man auf jeden Fall, die ich jetzt einmal grundsätzlich positiv anführen möchte. So, jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt, der auch kurz Thema ist in diesem Video-Interview auf der Schüttgutmesse, nämlich die BaFin. Und zunächst möchte ich mal folgenden Punkt abhandeln. Das ist ein Punkt, auf den ich ja auch schon aufmerksam gemacht habe und ein Punkt, der auf den, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auch der, wie heißt er, Herr Hellinger auf seiner Webseite aufmerksam macht und übrigens auch die Anwaltskanzlei Schulenberg und Schenk aufmerksam macht. Und zwar geht es da um die Frage, ob ihr als Affiliates, wenn ihr also so einen Investor vermittelt an Recyclix und der also Geld einbezahlt bei Recyclix und ihr eben dafür auch eine Provision bekommt, ob ihr sozusagen dann eine Lizenz braucht für Finanzberatergeschäfte. Naja, also die beiden Herren in dem Video sehen das anders und ich sehe es wiederum anders und zwar einfach aus dem Grund, weil es auch das Gericht anders sieht, ja, weil es gibt eben, wie gesagt, aus Juli diesen Jahres ein Gerichtsurteil gegen einen Berater Firma B und Busch und das ist ein doch ein sehr, sehr ähnlich gelagerter Fall, ne? Und jetzt gibt es natürlich diese Diskussion und der Klaus Häuslein bringt das eigentlich vollkommen richtig ins Spiel auch. Über diesen Punkt kann man tatsächlich diskutieren, aber ich glaube, dass das nur Juristen wahrscheinlich beantworten können oder im Fall des Falles, wenn irgendjemand klagt, nämlich, dass der direkte Geschäftsabschluss, dass man nicht direkt am Geschäftsabschluss beteiligt ist. Und da schaut das Urteil von B. und Busch also aber eben doch ein bisschen anders aus. Ja? Die Sache ist halt die, dass selbst wenn man nicht direkt beteiligt ist, ist man zumindest sofern beteiligt, dass die Höhe der Provision, die man für die Vermittlung des Investments bekommt, ja auch eben davon abhängig ist, wie hoch der Betrag ist, den derjenige, den man anwirbt, einzahlt. Und von der Warte aus betrachtet, gibt es da eben schon einen Zusammenhang. Und ja, das darf man halt auch nicht außer Acht lassen. Aber letztendlich, was diese Frage angeht, ja, das werden wir erst wissen, wenn irgendwer, sollte es passieren, mal eine Klage erhebt oder wie auch immer und dann Gericht recht sprechen muss. Aber meiner Ansicht nach sind die Parallelen, und das ist eben genau das, worauf auch diese Anwaltskanzlei Schulenberg und Schenk hinweist, auch auf ihrer Webseite, meiner Ansicht nach sind diese Parallelen schon sehr stark gegeben, dass man das auf praktisch alle RevShare-Systeme dieser Art oder ähnliche Systeme umlegen kann. Und von daher finde ich das, was die schreiben auf ihrer Webseite und auch das, was der Herr Hellinger schreibt, finde ich das prinzipiell nicht falsch. Und meiner persönlichen Ansicht nach ist es auch so. Aber letztendlich, das ist natürlich juristisches Geplänkel. Ja. Das kann nur ein Gericht entscheiden. Dann wissen wir, wie es ist. Aber so ganz unberechtigt ist der Einwand, wie gesagt, auch nicht. Und dann gehe ich gleich weiter. Also wenn ihr sagt, die BaFin, was hat die da überhaupt zu suchen? Naja, also letztendlich ist es so, dass die italienische Finanzmarktaufsicht Recyclix auch den Saft abgedreht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, oder besser gesagt die Webseiten abgedreht hat, die sind also nicht mehr aufrufbar, das ist zumindest der letzte Stand der Dinge. Fairerweise muss man dazu sagen, Recyclix hat dagegen Widerspruch eingelegt, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber ja, so ist das jedenfalls. Ne? Also somit ist die Frage, was hat die BaFin damit zu tun, nicht so ganz daneben letztendlich, weil wie gesagt, in Italien haben sie eben reagiert. So, und jetzt ist es so, ihr erinnert euch vielleicht, da gab es eben dieses Gerücht, ermittelt die BaFin gegen Recyclix, ja oder nein, und da hat irgendwie jeder was anderes geschrieben und dann waren wir neugierig und wollten es natürlich selber wissen und haben bei der BaFin angerufen und die kannten Recyclix nicht und die waren auch nicht in der Datenbank und so weiter, ne? So, und dann haben die aber unsere Anfrage zum Anlass genommen, die ganze Sache mal zu überprüfen. Und jetzt, dann haben wir sehr lange nichts gehört und vor ungefähr 4 Wochen haben wir dann also ein Mail bekommen mit also einem angehängten PDF, also quasi ein Brief. Und ja, da schreiben die Folgendes. Und ich möchte das jetzt mal kurz vorlesen, auszugsweise. Also mit mit oben genannter E-Mail baten sie mich um Auskunft zur Geschäftstätigkeit der Recyclix SBZOO Lomza Polen. Der Aufgabenbereich der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin erstreckt sich im Kern auf die Beaufsichtigung konzessionierter Kredit-, Finanzdienstleistung- und Zahlungsinstitute, das heißt auf Unternehmen, die im Geltungsbereich des Gesetzes über das Kreditwesen oder Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz eine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften, Erbringen von Finanzdienstleistungen haben, sowie Versicherungen.
Werden diese Geschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis im Inland betrieben, habe ich gegen sie nach pflichtgemäßen Ermessen einzuschreiten. Von einem Betreiben von Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäften im Inland gehe ich dabei nicht nur dann aus, wenn der Erbringer der Dienstleistung seinen Sitz, eine Zweigstelle oder sonstige physische Präsenz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, sondern auch dann, wenn sich der Erbringer der Dienstleistung auch nur zielgerichtet an den deutschen Markt wendet, um gegenüber Unternehmen und oder Personen, die ihren Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, wiederholt und geschäftsmäßig Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen anzubieten. Die Recyclix SBZOO hat keine solche Erlaubnis und unterliegt daher auch nicht meiner Aufsicht. Aber jetzt kurz weiter. Ich habe Ihre Anfrage jedoch zum Anlass genommen, um zu prüfen, ob die Recyclix SBZOO in der Bundesrepublik Deutschland nach dem KWG erlaubnispflichtige Geschäfte betreibt. Bla 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 bla. Uninteressant, bla bla bla. Aufgrund von § 9 KWG kann ich gegenüber Dritten grundsätzlich keine Stellungnahme zu erlaufenden Ermittlungsverfahren betreffend unerlaubter Geschäfte abgeben. Untersage ich festgestellte unerlaubte Geschäfte, kann ich diese Untersagung veröffentlichen. So, aus dem geht also Folgendes hervor. Eindeutig, Sie ermitteln. Ja, also Sie ermitteln im Prinzip, ob Recyclix in der Bundesrepublik Deutschland erlaubnispflichtige Geschäfte betreibt. Man muss jetzt dazu sagen, das ist schon 4 Wochen alt. Ob die noch immer ermitteln oder nicht, steht in den Sternen, weiß kein Mensch. Wir wissen auch nicht, was rausgekommen ist, weil siehe, letzter Absatz, den ich vorgelesen habe, dürfen Sie dazu keine Stellungnahme abgeben. Also, wir werden es merken oder auch nicht, wie auch immer. Also, das ist Fakt. Also, Fakt ist, Sie ermitteln. Jo, dann komme ich, zu dem Punkt im Video, im Video-Interview, der dann auch mich betrifft. Also wie gesagt, nochmal danke für die Werbeeinschaltung, für die Blumen auch übrigens. Ja. Und ich möchte vielleicht kurz eine Sache zu McDonald's jetzt loswerden. Ich meine, im Prinzip gibt der Klaus Häuslein ja auch selber zu in dem Interview, dass hier ein kleines Kommunikationsproblem vorlag. Er nennt es Übersetzungsfehler. Okay, also ich erkläre noch mal kurz auf, was eigentlich passiert ist. Also es kam ja da die Meldung raus, McDonald's hat jetzt eine McDonald's Niederlande, ja, wohlgemerkt, McDonald's Niederlande hat eine Zusammenarbeit mit Recyclix. So, das stand also eben in den Newsletter, wurde dann weiter verbreitet, fröhlich von diversen Affiliates in diversen Foren. Und naja, dann hat man längere Zeit nichts davon gehört, aber was man immer wieder gelesen hat in diversen Foren, waren eben Leute, die meinten, wir haben angefragt bei McDonald's, die wissen nichts von Recyclix. Ne? Gut, das war so diese unklare Sache. Und auf das hinauf, wie gesagt, ihr erinnert euch, haben wir angefragt bei McDonald's und dann kam auch von Marc de Camp, von diesen entsprechend von dem zuständigen Manager eben das Dementi und die Antwort, dass sie überhaupt nichts mit Recyclix zu tun haben. Im nächsten Mail meinte Recyclix dann, nein, das war ein Missverständnis, wir haben in Wirklichkeit den Vertrag mit der Firma Blamica. So, was ist passiert? Ein paar Wochen später plötzlich auf der Homepage der Firma Blamica taucht das hier auf. Also wieder ein Dementi. Ja? Also kommunikationspolitischer Wahnsinn eigentlich, ja. So, dann hat jemand aus, ich weiß es nicht, vielleicht war es das X-Invest Forum, mal bei Recyclix nachgefragt, was da los ist. Und dann kam eine Antwort vom Customer Support, Frau Erika Reinhold. Das ist übrigens die etwas funktionslose Dame am Anfang des Videos, die in der Mitte steht. Also hiermit gebe ich ihr eine Funktion in diesem Video. Grüße Gott, Kniffrau. Und also die hat dann demjenigen, der geschrieben hat, zurückgeschrieben, ja, es ist in Wirklichkeit so, dass hier also die Firma Green World, also unser Kooperationspartner, unsere Partnerfirma, diesen Vertrag mit der Firma Blamica hat. Also das muss man sich jetzt mal wirklich vorstellen. Aus McDonald's und Recyclix wird am Ende Blamica und Green World. Das erklärt der Klaus Häuslein in dem Video-Interview auf der Schüttgutmesse so, dass er sagt, es ist ein Übersetzungsfehler. Okay, jetzt kann man sich natürlich fragen, was genau heißt McDonald's auf Lettisch? Was genau heißt McDonald's auf Niederländisch?
McDonald's ist in Lettland McDonald's. McDonald's ist in Deutschland McDonald's, in Österreich McDonald's, in Großbritannien McDonald's und auch in den Niederlanden McDonald's. Ich verstehe das Problem nicht mit den Übersetzungsfehlern, aber vielleicht wisst ihr, worauf ich hinaus will. Das halte ich für sehr problematisch. Man könnte es natürlich negativ formulieren. Man könnte auch sagen, im schlimmsten Fall, ja, ist es eigentlich Vorspiegelung falscher Tatsachen, juristischer Straftatbestand. Im besten Fall ist es ein Übersetzungsfehler. Gut, wir bleiben einfach mal beim Übersetzungsfehler. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, nämlich die Sache mit dem BCI-Zertifikat. Was die BCI-Zertifizierung angeht, also da war ja unser Vorwurf in dem ersten Video, dass Recyclix sich eure Daten, also die Kreditkartendaten, direkt selbst mit dem Befehl, mit dem Name-Attribut selber an die eigenen Server schickt. Das war unser Vorwurf. Und deshalb war auch die völlig berechtigte Frage, da hat Recyclix selber, eigentlich ist Recyclix selber BCI zertifiziert. Also wir kannten die Antwort damals schon, also uns war es relativ klar, dass sie das Zertifikat nicht haben. Und das hat der Klaus Häuslein ja auch tatsächlich genauso in diesem Interview bestätigt, hat gleichzeitig hinzugefügt, sie haben einen externen Zahlungsanbieter dafür. Gut, das lassen wir jetzt einmal so dahingestellt. Weiters hat der Klaus Häuslein gemeint in dem Interview, dass derjenige kein BCI-Zertifikat braucht, der die Daten selbst nicht speichert, beziehungsweise der einen externen Zahlungsanbieter, der muss natürlich auch BCI-zertifiziert sein, verwendet. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist nämlich, dass die Kreditkartendaten den Server gar nicht touchen dürfen. Also der darf gar nicht den Server berühren. Das passiert aber bei diesem Name-Befehl. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz detailliert an. Nur damit ihr mal versteht, um was es hier eigentlich geht. Also es gibt ja verschiedene Anbieter, über die man sich so eine BCI-Zertifizierung holen kann. Also im deutschsprachigen Raum gibt es zum Beispiel Nobelnet, ja, oder ein sehr bekannter, sehr großer, den ich ganz gerne anführen möchte jetzt an dieser Stelle, ist der Anbieter Stripe.com. Und das Tolle bei Stripe.com ist, dass sie zum Unterschied von vielen anderen Anbietern eben sehr offensichtlich auch dieses Regelwerk, was man darf und was man nicht darf, auf ihrer Webseite offen ersichtlich haben. Und das schauen wir uns mal an. Und ich blende euch diese Seite ein, nur damit ihr wisst, was eigentlich Sache ist. Also es steht hier ganz ausdrücklich: Do not give names to the payment details form elements. This prevents that data from touching your server, which means you no longer need to worry about reacting logs, encrypting cardholder details or other burdens of PCI compliance. Und jetzt schauen wir uns nochmal an den Screenshot im Kreditkartendateneingabeformular von Recyclix. Genau dieser Befehl, der wird hier verwendet. Ja, und das ist das Problem an der Sache, liebe Firma Recyclix. Ja, also inwiefern ihr das dann, also wenn ihr sagt, ihr speichert keine Daten, das können wir von hier aus nicht sagen. Ja, das kann stimmen oder auch nicht stimmen. Aber Fakt ist, mit diesem Befehl, dass die Daten definitiv euren Server auf jeden Fall zumindest berühren. Und das ist verboten. Ja, ganz klare Sache. So, und bevor die Frage auftaucht, wie das normalerweise gemacht wird, kann ich euch gerne beantworten. Also legal funktioniert sowas so, dass wenn man einen externen Zahlungsanbieter hat, dass das Ganze über ein JavaScript funktioniert, was die Kreditkartendaten sozusagen abgreift und dann direkt ohne Serverkontakt, ja, zu dem jeweiligen Unternehmen direkt die Daten zu dem Zahlungsanbieter weiterleitet. Ja. Wie gesagt, ohne Serverkontakt, das ist das Entscheidende. Das ist hier eben bei diesem Name-Befehl nicht der Fall. Das ist das Problem. Also normalerweise, wie gesagt, greift das ein JavaScript ab und schickt es direkt an den Zahlungsanbieter weiter. Das wäre eine sichere Übertragung der Daten. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe euch ja darum gebeten, liebe Leute, uns interessiert, wie Recyclix eure Kreditkartendaten auswertet, beziehungsweise wie die das abrechnen. Ich möchte gerne wissen, was auf dem Abbucher steht. Und dann waren einige von euch so nett und haben uns das geschickt. Und was steht drauf? Es wird über Großbritannien abgerechnet. Warum, frage ich mich.
Ich meine, das kann man noch irgendwo erklären. Da gibt es vielleicht noch irgendwie eine Erklärung dafür. Aber das, diese andere Sache, das ist irgendwie nicht mehr erklärbar, meiner Ansicht nach. Also da liegt ganz klar einfach ein Fehler vor. So, jetzt möchte ich die Diskussion aber kurz, was diese Sache angeht, ein bisschen runterholen. Die Leute, mit denen ich mich da beraten habe, auch schon im ersten Video, die mir das gesagt haben, das sind nicht irgendwelche Leute, die kennen sich wirklich, wirklich sehr, sehr gut aus mit diesen Sachen. Ich selber, ich habe mich erst so die letzten 2-3 Wochen in diese ganze Materie so ein bisschen eingelesen und ich kann nur sagen, das ist eine sehr, sehr komplizierte, sehr komplexe Angelegenheit, ja. Und natürlich kann man Recyclix das schon vorwerfen, dass sie das nicht beachten. Ja, das ist schon richtig. Aber ganz ehrlich, in dem Fall, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Und das kann einfach nur ein Irrtum sein. Ja, also da hat sich halt einfach durch ein, was weiß ich, Kommunikationsmissverständnis, man darf nicht vergessen, an so einer Webseite wie Recyclix, ich meine, das ist ein ausgeklügeltes Ding, ich habe schon einmal gesagt, das ist Daumen hoch, bis auf diverse Schönheitsfehler, ja, aber ich meine jetzt rein vom Marketing her, wie das aufgebaut ist, diese spielerischen Elemente, ist das schon wirklich eben großes Kino und ich meine, da sitzt nicht nur eine Person dran, sondern da sitzen wahrscheinlich viele Personen dran und es kann natürlich sein, dass da irgendwie so ein Fehler passiert ist, ja, aber Fakt ist, das darf so nicht sein, ja, und von der Warte aus betrachtet war unsere Kritik da auch völlig richtig, dass wir das angemerkt haben. Und hier unterstreichen wir es noch einmal und da habt ihr schwarz auf weiß. Ja? So, und jetzt kommt die nächste Sache. Klaus Häuslein sagt, ziemlich wortwörtlich in dem Video, dass sie bereits jetzt ihre Server, also BCI zertifizieren lassen könnten, weil sie bereits jetzt also die technischen Anforderungen erfüllen würden. Nun gut, also dann stelle ich jetzt mal folgende Frage in den Raum. Es gibt unterschiedliche Kategorien, was diese BCI-Zertifizierung betrifft. Also ich nenne jetzt nur als Beispiel, Kategorie 4 ist beispielsweise, wenn ihr weniger als 20.000 Kreditkartentransaktionen im Jahr habt, ja, dann werdet ihr unter Kategorie 4 eingestuft und bekommt dieses Zertifikat für lächerliche, ich glaube, es ist eine dreistellige Summe, ist auch recht günstig dann, ne? Da braucht man aber, glaube ich, auch keinen externen Berater dann dabei. Ja, weil bei allen Kategorien, die darüber sind, muss man einen externen Berater zuziehen und so weiter. Und es findet dann, glaube ich, vierteljährlich eine Unternehmensprüfung statt oder so irgendwie. Und jetzt meine simple Frage. Wenn es denn so ist, dass ihr sagt, ihr seid für die Zertifizierung bereit, also Entschuldigung, warum habt ihr es dann noch nicht? Warum habt ihr es dann noch nicht? Also die Sache ist ja die, also was man nämlich mitbedenken muss bei der ganzen Geschichte ist, dass so ein BCI-Zertifikat den Trust eines Unternehmens extrem erhöht, ja, weil das bekommt ja auch nicht jeder. Also wenn du so ein Zertifikat beantragst, da wird ja nicht nur, also werden ja nicht nur der Server geprüft, sondern es wird auch der gesamte Background der Firma geprüft. Das darf man nicht vergessen. Und da schaue ich mir mal an, ob Recyclix so ein Zertifikat bekommen würde. Ich lehne mich jetzt ein bisschen also weit aus dem Fenster. Ich behaupte jetzt einfach mal, ihr würdet das nicht kriegen. Ihr könnt mir gerne das Gegenteil beweisen. Und wie gesagt, es wäre relativ easy, weil ich glaube, also ich meine, ich weiß ja nicht, wie viele Transaktionen ihr habt im Jahr, aber letztendlich, liebe Firma Recyclix, ist es so, ihr seid ja kein kleiner Online-Händler, der irgendwelche 2,50 € Produkte vertreibt, die dann jederzeit irgendwelche Leute kaufen. Und von der Warte aus gehe ich mal davon aus, vermute ich mal, dass ihr weniger als 20.000 Transaktionen habt. Also ist das gerade in diesem Fall für euch eigentlich keine große Sache. Und ihr würdet euch dann auch den externen Zahlungsanbieter sparen. Also irgendwie, das ist nur mit Vorteilen verbunden, würde ich sagen. Und wie gesagt, kostet, also ich habe das irgendwo gelesen im Web, es ist nicht wirklich teuer. Ja? Das kriegt man dreistellig hin. Ja? Und es würde den Trust des Unternehmens steigern. Ja, also ich jedenfalls behaupte mal, ihr würdet dieses Zertifikat mit großer Wahrscheinlichkeit nicht bekommen. Falls ihr es doch bekommt, mache ich Folgendes. Also, wenn ihr das Zertifikat bekommt, dann spende ich 1.000 € an, sagen wir, irgendeine Wohltätigkeitsorganisation, also an die österreichische Kinderkrebshilfe, das ist gut. St. Anna Kinderspital, ja, die können das Geld wirklich brauchen, die machen sehr wichtige Arbeit an St. Anna Kinderspital.
St. Anna Kinderspital kriegt 1000 Euro von mir, seid meine Zeugen, wenn Recyclix so ein BCI-Zertifikat bekommt. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Aber ihr könnt mich ja eines Besseren belehren. Natürlich ist es dann so, dass ich dann in einem weiteren Update oder wie auch immer dann auch darauf hinweisen würde, dass ihr jetzt so ein Zertifikat besitzt. Ja? Aber das ist die Aussage von Klaus Häuslein. Klaus Häuslein sagt, ihr würdet dieses Zertifikat bekommen. Ich halte dagegen, weil ich weiß, dass bei so einem Zertifikat auch der Background des Unternehmens geprüft wird. Ja, wie gesagt, so schaut's aus. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen tendenziell geworden wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, ich kann es nur nochmal sagen, ich habe es auch am Anfang schon gesagt, das sind sehr viele Fragezeichen natürlich. Und was diese BCI-Sache angeht, das kann in der Tat menschliches Versagen sein. Vielleicht, ja, wir wissen es nicht. Ja. Aber in Summe, wie gesagt, wieder ein paar Fragezeichen mehr. Und ihr kennt ja meine Meinung, also wie gesagt, persönliche Meinung einfach. Ich würde nichts investieren, aber ich habe euch auch ein paar Vorteile oder positive Sachen aufgezählt und vielleicht könnt ihr euch da eher jetzt seine Meinung bilden dazu oder selber entscheiden, ob ihr was investieren wollt dort oder nicht. Ich kann nur noch mal wiederholen, wenn ihr dort investieren wollt, dann werde ich euch nicht davon abhalten. Es ist jeden seine eigene Sache, ja. Und ich bin jedenfalls schon sehr gespannt, welche Kommentare wir wieder jetzt bekommen. Und ich möchte vielleicht noch eine Sache dazu hinzufügen. Ich hätte ja gerne zu dem Interview auf der Schüttgutmesse auch noch etliche Sachen dazu geschrieben. Es ist immer einfacher, wenn man schnell was schreiben kann, als wenn ich jetzt einfach die Sachen so wiedergebe. Ich habe jetzt einfach die wichtigsten Dinge, die mir am wichtigsten waren, habe ich jetzt herausgearbeitet nochmal hier mündlich. Aber ich hätte gerne ein bisschen was dazu geschrieben. Aber das macht nichts. Ihr könnt gerne eure Meinung hier unten posten in diesem Tweet und ich möchte ausdrücklich nochmal darauf hinweisen, dass ich nur jene Beiträge freischalte, ganz egal, ob sie für oder gegen recyceln, ist mir vollkommen egal, ja, aber die wirklich konstruktiv auch sind. Ja. Nervt mich bitte nicht mit irgendwelchen Sachen. Ich meine, uns haben Leute geschrieben, die wie es kennen, nicht mal den Unterschied zwischen Gewinn und Umsatz. Ja. Das ist einfach nur nervtötend, sowas, nichts für ungut. Ja. Leute, bei denen ich irgendwie den Eindruck habe, ich muss bei Adam und Eva anfangen, das ist mir irgendwie ein bisschen zu mühsam. Ja. Also ganz ehrlich, bitte konstruktive Kritik, gerne auch dagegen oder dafür, ist völlig egal, ich habe da eine neutrale Sicht der Dinge letztendlich und ihr könnt euch auch auf das Video von Christian Ogezeig beziehen, wie gesagt, die Kommentarfunktion ist bei ihm leider deaktiviert, bei mir ist sie aktiviert und ehrlich gesagt, ich hoffe, dass ich das Kapitel jetzt abgehakt habe, weil es gibt so viele andere tolle Dinge, über die man berichten kann zum Thema Geld verdienen im Internet. Viele von euch kennen ja meinen Kanal vielleicht und ich mache ja selber auch gerne Interviews mit Leuten immer wieder, also würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und vielleicht auch seht, was ich sonst noch so mache, damit ihr nicht denkt, das ist das einzige Thema, mit dem ich mich beschäftige, weil das ist jetzt wieder ein verdammt langes Video geworden, aber ich bedanke mich trotzdem sehr herzlich bei euch, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Das nächste Mal melde ich mich aus, ich glaube, Singapur und dann aus Bangkok von der Affiliate World Conference 2016. Ich werde ein bisschen was über Filminvestment erzählen. Ich werde ein bisschen was über die neue Kryptowährung Waves erzählen. Wenn ich Zeit habe, werde ich noch so ein paar kleine SEO-Tipps dazugeben. Und vielleicht seid ihr dabei. Bis bald. Tschüss, euer Wolf.